zusammen, schön, dass ihr wieder bei uns seid hier im Brüderwhiskyhaus in meiner wunderschönen Weinecke. Bei mir ist der Patrick. Hallo, Kranja. Hi. Der mich heute wieder unterstützt und der heute den Hauptredepart übernehmen wird. Nicht, dass er das nicht sonst auch tut, aber hey, der Patrick hat den Wein ausgesucht, den wir euch jetzt heute vorstellen möchten. Und da ich ein großer Südamerika-Fan bin, habe ich mir aus Argentinien einen rausgesucht. Ja. Einen Chardonnay von Catena. Catena ist ein relativ altes Weingut in Argentinien. 1902, wenn ich richtig im Kopf habe, gegründet worden. Von der italienischen Familie. Die sind aus Italien rübergekommen, haben den Weinbau von da mitgebracht und haben da angefangen, dafür sind sie berühmt geworden, den Malbec wieder zu kultivieren und wieder zu entdecken und neu auf den Markt zu bringen. Ja, das Image ein bisschen zu verbessern. Genau, es war halt früher eine sehr spezielle Art und Weise. Hinter der Kamera ist übrigens heute wieder unser Chef zu finden. Hallo schön. Also wenn ihr irgendwelche komischen Stimmen hört, ist es nicht euer Kopf, es ist der Chef. Kauft Whisky, wenn er flüstern wollen. Na, jedenfalls nochmal zurückzukommen zum Weingut. Das Besondere dabei ist einfach, die haben sehr hohe Weinberge von der Höhe her, weil die in den Ausläufern von den Anden liegen. Und da haben wir Weinhöhen von 1500 Metern, wo noch Weinberge sind. Ja, das ist auch schwierig, weil das natürlich klimatisch, wenn es mal friert, dann auch an die Ernte geht. Das ist nicht ganz so einfach, aber das macht den Wein natürlich sehr besonders. Das stimmt. Und es gibt einen Effekt dabei, was noch nicht ganz wissenschaftlich geklärt werden kann. Die Weine haben mehr Tannin durch die Höhe. Sowohl weiß als auch rot. Die entwickeln einfach mehr Tannin und haben dadurch auch eine bessere Lagerungsfähigkeit natürlich. Und ich habe uns heute jetzt einen Chardonnay rausgesucht. Besonders bei dem Chardonnay ist einfach, er ist im Holzfass gelegen, in einer Zweit- bis Drittbelegung, also nicht ein frisches Holzfass, kein Barrique, das hat er bei gesagt, das ist also kein kleines Holzfass, sondern ein großes Holzfass für 10 Monate. Hat also ein bisschen länger schon im Holz gelegen, kriegt dadurch noch ein bisschen mehr Kraft. Ja, und wird schön buttrig wahrscheinlich. Hoffen wir drauf. Genau, wir hoffen darauf, denn wir haben ja im letzten Video auch schon gesagt, es ist Muschelzeit und auch bei dem Wein sind wir uns sicher, dass der zu Muscheln rheinischer Art ein wirklich gutes Pairing wäre. Und ja, ich mach schon ihr mal müsst auf. Aber keine Muscheln dazu essen. Ihr könnt ihn auch einfach so trinken. Das ist ja das Schöne. Ihr könnt alternativ in der Dekadenzzeit auch Schalentiere nehmen. So Hummer, Krabben. Ja. Also auch Chardonnay ist so ein typischer Meeresfrüchtebegleiter. Einfach durch die Kraft, der hat halt einfach relativ viel Aromatik, viel Kraft, die er mitbringt normalerweise. Und das hilft immer unglaublich viel, wenn man so intensive Sachen wie Meeresfrüchte und dergleichen hat, weil die ein sehr starkes Eigenaroma einfach mitbringen. Und das muss dann halt einfach auch mithalten können. Und wer kennt das nicht, so ein schönes Stück Fisch in Butter gebraten, wenn man dann die Butteraromatik nochmal aufgreift mit dem Wein und nochmal so ein bisschen das Cremige dabei hat, das finden wir doch alle gut, ne? Ich meine, die französische Küche, Butter, Butter und Butter, hat schon seine Berechtigung. Ne, Marco? Für mich hast du bei der Butter, Butter, Butter noch den Anteil Käse vergessen. Ja, den gibt's danach. Ja. Der erste Eindruck im Glas. Gar nicht so kräftig, wie ich gedacht hätte. Nee, auch kräftig erwartet, aber ich es ist ein kräftiges Strohgelb, könnte ich diesmal bezeichnen. Ja, kräftig weiß ich nicht, aber mittelkräftig. Ich finde ihn schon fast gelb, gelb-gold, gold-gelb. Ja, leicht grüne Reflexe, wenn man so guckt, aber wirklich nur ganz leicht. Oh Gott, ich muss die andere Hand zum Schwenken nehmen. Ein paar Kirchenfenster, gar nicht so viele. Ich bin gespannt, wie das Holz eingebunden ist, weil ich kenne das von mir selbst, von meinen Anfängen im Wein. Es ist schwierig, wenn weiß bei einem Holz was gelegen hat. Das erschlägt einen schon mal leicht. Da muss man sich reinfinden. Trink mehr Wein. deshalb bin ich gespannt, wie das hier ist. Ja.
Man sagt einfach, Chardonnay ist halt auch einfach ganz klassisch für Holzausgaben. Ja, das ist so eine sehr beliebte Rebsorte, um ihn im Holz ausgebaut zu kriegen. Der Chef rennt mal gerade zum Telefon, dann hört es klingeln gleich wieder auf. Einfach ignorieren. Wie gesagt, es ist eine ganz klassische Rebsorte, die im Holz ausgebaut wird, weil es dir einfach gut tut. Also es gibt klar auch schöne Chardonnays aus dem Stahltank, aber wenn es im Holz ist, das unterstützt die Rebsorte noch ungemein und bringt die Aromen noch schöner zum Vorschein. Der gewinnt dadurch ungemein und an Tiefe und an Komplexität. Also kann er, wenn es gut gemacht ist, ne? Bisher wie mit allem. Ja. Okay. Dann riechen wir mal rein. Ja, okay. Also ich finde, man riecht das Holz deutlich. Das ist nicht zu leugnen. Aber ich habe da auch eine wunderbare Note von Banane dadurch. Also ich finde, also dieses Holz das ist da. Cremige ist auf jeden Fall. Cremige Noten mit, aber so eine reife Banane habe ich da noch in der Nase. Ich finde auch Pfirsich ein bisschen, also so irgendwas. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen was Würziges noch mit dabei, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich da alleine mitstehe, aber ich habe da so ein, so was fast wie Muskat hinten dran. Also das ist untypisch, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, dieses Banane-würzige Kombination. Sehr warm in der Nase. Ja, das auf alle Fälle. Und es ist kein Sticker. Du bist doch mal sehr empfindlich. Also für alle, die. Oh, was? Beim Whisky haben wir ja oft diese Schwefelnoten, die gibt es beim Wein manchmal auch. Um das kurz zu erklären, was Tanja mit einem Stinker meint. Das ist einfach, wenn die Fässer ausgeschwefelt sind zum Teil, dann kann man das manchmal riechen im Wein. Verfliegt meistens aber auch nach dem Öffnen relativ schnell. Ist kein also ein Fehler, bisschen. Genau, aber wenn man das es riecht. Gibt halt einfach Weine, an denen sollte man nicht so intensiv riechen, sondern lieber trinken. In dem Sinne, cheers. Zum Wohl. Die Würze kommt deutlich mehr durch. Ja. Aber super interessant. Das Holz hat den unglaublich weich gemacht. Ja. Also er ist richtig schmelzig, cremig, buttrig, so wie wir es gehofft haben. Ja. Also er passt hervorragend in das Schema, wo wir dran gedacht haben. Ja. Hat, ich habe auch deine Muskatnuss. Die kommt jetzt auch deutlich mehr durch. Ein bisschen Zimt, glaube ich. Aber okay. Das wäre ein Wein für den Chef, der mit säurehaltigen Weinen nicht so glücklich ist. Ich glaube, bei dem würden wir ihn glücklich machen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich frage mich schon seit ungefähr 2 Minuten, ob das Trinkneid ist, wenn einem das Wasser im Mund zusammenläuft, obwohl man eigentlich gar keinen Bock auf Wein hat. Wie gesagt, eine schmelzige Würzigkeit. Also eine dezente Frucht dabei. Ja. Also, ja. Aber trotzdem sehr kräftig präsent. Der bleibt lange im Mund. Also der Abgang ist sehr anhaltend, sehr lang. Man kann ihn fast kauen. Und hat, wenn man so ein bisschen durch den Mund spielt, immer noch die Aromatik da. Und der bleibt und bleibt und bleibt, obwohl man jetzt nicht viel lange nachgetrunken hat. Also der haftet richtig. Preislich liegen wir da übrigens bei 10,50 Euro. 14,50 Euro. 14,50 Euro. Danke. Ja, danke fürs Korrigieren. Manchmal hängt man einfach nach. 14,50 Euro. Finde ich angemessen für einen holzgelagerten Chardonnay. Er braucht einfach länger, bis er auf dem Markt erscheint. Darf man nicht vergessen. Ja. Und wie gesagt, er hält. Doch, also, die wissen, was sie tun. Ja, definitiv. Mhm. Das mit den Tanninen, wo man sagt, in der Höhe kommen mehr Tanninen dann zustande, muss ich jetzt suchen, muss ich überlegen. Ja. Weil man darf nicht vergessen, er ist von 2018. Also er hat jetzt schon seine 3 Jahre in der Flasche. Er hat schon ein bisschen länger gelegen. Er wirkt dafür immer trotzdem noch sehr frisch. Er wirkt nicht alt oder... Also müde, der kann auch noch ein bisschen in der Flasche liegen. Der ist nicht drüber. Der ist noch ein bisschen. Der hält sich noch. Also gerade durch die Holzlagerung und ich denke mal auch die Tannine, die er im Weißwein trotzdem noch hat. Aber sie sind nicht pelzig wie beim Rotwein, wie man sonst immer feststellt. Sondern einfach präsent. Es ist einfach ein stärkerer, kräftigerer Wein. Der tut ihm gut. Also der kann auch noch liegen, der hält noch ein Jahr. Definitiv. Passt super, wie gesagt, zu den Muscheln. Bin ich mir sehr überzeugt. Ja, würde ich auch sagen. Hast du noch eine andere Muschelidee als Rheinische Art? Du hast so eben so schön von Gorgonzola-Soße und dergleichen geredet.
Also Muscheln mit einer Käsesoße, in der Camembertsoße, weiß ich aber nicht, ob ich das dazu machen würde, weil ich finde irgendwie die Cremigkeit, diese Butterigkeit, die der jetzt mitbringt, da würde ich dann vielleicht lieber so Käse zu essen, aber jetzt nicht unbedingt die Muscheln. Gratiniert? Du meinst gratinierte Austern? Zum Beispiel, oder Jakobsmuscheln. Könnte ich mir auch sehr gut dazu vorstellen. Schönes Safranrisotto mit Coquilles Saint-Jacques. Ja, das hört sich ja Luxusschlampen. Ja, also ist eine schöne Sache. Doch, wirklich. Also die Urenkelin, das ist ja mittlerweile, die das Weingut leitet, vierte Generation, macht zusammen mit dem Chief Winemaker einen guten Job. Definitiv. Auch im roten Bereich. Wenn ihr da mal schauen möchtet, wir haben einige von den Weinen, die wir hier euch vorstellen und auch noch viel, viel mehr, auch im Online-Shop. Kleine Werbung in eigener Sache. Also wenn ihr da mal stöbern möchtet, guckt gerne mal rein. Kommt noch lieber vorbei, wenn ihr sagt, ach, mir fehlt noch der passende Wein für meinen Brunch, für mein Abendessen am Freitag. Einer von uns beiden steht euch gerne bereit zur Seite. Und in dem Sinne, alles Gute. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Tschüss.